Geissschau Grabsberg am 16. April auf dem Marktplatz zu Grabs. Morgen um 9 Uhr hier auf der Kilbybrücke warten wir, bis ein Teil von diesen Geissen, die hier beim Marktplatz zur Schau kommen, mit dem Seem Baumgartner zusammen. Das ist immer spannend, da müssen alle weichen, Auto, Hunde, Menschen, wenn die Geissen können. Und dann haben wir es gesehen, Höhe Schulhaus Feld sind gekommen, diese Gruppe. Allerdings natürlich nur ein kleiner Teil, weil angemeldet sind über 320 Geissen gewesen. Hier darf gemeckert werden bei dieser Geissschau. Eine Reportage. Hören wir und schauen wir einfach hin. Selbst schon, ja, richtig, selbst stimmt. Ja, ja. Aber ein Schweizer ist ja du hast jetzt ja alles hochgeladen.
Was? Milchwege und. Reden ihr das von den Geissen? Oh, Entschuldigung! Oder fällst du es anderen? Nein! Nein, da ist. Wirklich. Geissen sind Schlitzohren? Nein! Nein! Geissen Bauern! Du, Sven, die haben ja alle keine Geissen hier. Wer? Die da, die hier hocken. Die müssen jetzt eben die schönen Geissen einstellen hier. Ah, die brauchen, die müssen daheim. Ah, das sind nur Helfer. Nein, das sind die Experten hier, die vier. Ah, so, okay. Ja. Also. Das sind schweizerische Experten. Schweizerische Experten. Vom Bündnerland bis zum Appenzell. Ja. Genau. Sie haben etwas gesagt von Schlitzohren. Wer? Ja, etwas von Schlitzohren haben sie gehabt. Oh, der Benisch, das Schlitzohr, das stimmt schon. Okay. Ist es schwierig, zu einem Experten zu sein? Das ist eine Herausforderung, ja. Muss man noch ein bisschen genau schauen, hä? Da muss man ein bisschen genau schauen, ja. Gibt es noch Einsprachen? Von der... manchmal halt ein bisschen unzufriedene oder ein bisschen enttäuschte Züchter. Ja. Kannst schon mal geben. Aber du siehst eine Koryphäe auf diesem Bereich. Du machst das hin und wieder, hä? Ja, der Sven. Ja, der Sven? Der Sven? Ja. Ich weiss doch da gerne. Also... Ja. Bei dem Wetter muss man sich die Hosen anlegen, gell? Ja, das ist ein aufs Wetter haben sie geschaut, gell? Nein, ja. Ja. Da haben die Gäste gar nicht gegeben. Du bist nicht eben ein Appenzeller, hä? Ein Zuglaufen. Jetzt hast du es geschafft. Dein Bruder hat geheißen? Ja. Was musst du auch mal machen? Also manchmal helfe ich ausmisten oder einfach auslassen oder einbinden, bürsten, ja. Und dann für die Erben gehört er auch ein Geiss, oder? Also ich habe noch keine, aber ich glaube, ich will auch keine. Warum nicht? Ja, ist nicht so mein Ding. Gibt viel Erben, gell? Ja. Milch, Käse, hast du gern? Ja, aber nur von den Kühen. Du hast ja Geiss, gell? Ja. Und dann bist du mit der Erben? Ja, aber wir gehen halt schon her. Warum hast du es so geheissen? Ja, schon seit 40 Jahren. Wir haben vier, einen... Wir vor 40 Jahren auf Soastik. Auf Soastik haben wir auch Geizi bekommen und seit hier haben wir Geiss. Und du trinkst die Milch selber? Schon auch, ja. Käse tust du auch? Ah. Nicht? Aber wäre noch gut, Helfer, gell? Aber gesund wär's, gell? Gesund? Ja, aber schon nicht gut. Nicht gut? Wohl, sie ist komm, gut. Ich habe sie gerne. Ja. Da kommt Meinungen aufeinander, gell? Ja. Aber probiert hast du schon? Oder hast du mal gesagt, es sei nicht gut? Als Goof. Ja, und dann? Dann werden wir gelandet. Seitdem habe ich nie mehr probiert. Da ist ja aber kochen. Ja, oh, wir haben sie gerne. Was musst du machen mit der Geiss? Was machst du denn auch? Du schien... Misten, Höge. Also ein Haufen Arbeit, hä? Auslassen und haken. Hoi, hoi, hoi. Dann hast du aber noch Freude dran, gell? Ja. Du sagst, ein Jungzüchter im Grabster Berg. Ja. Warum hast du es so geheissen? Ja, als Hobby. Weil es schön ist mit den Tieren. Und ja. Und Milch und Käse? Nein, Mutter geheissen. Aha. Aber Milch hast du schon getrunken? Nein, ich habe es nicht so gern. Nicht? Nein. Das ist aber nur Gewöhnungssache, so sagt er. Ja. Und gesund wäre es eben auch. Ja. Und dann nützt es. Weißt du, jetzt so zum Wiesen abgrasen und so weiter. Ist es noch gut mit den ja, Geissen? Ja, also ich habe jetzt so ein Schöpfli. Ja. Ja. Gibt viel Arbeit? Ja, ein bisschen, aber nicht viel. Und du hast auf jeden Fall Freude dran, ja. Was heisst denn Züchter? Auf was muss man da schauen? Ja, halt, dass sie gesund sind, dass sie halt schön laufen und ja. Und sind doch auch berggängig, gell? Ja. Haben ihr steiles Gebiet dort oben? Ja. Also Zone 2 nehme ich an, gell? Ja. Ja. Eben, also Geissen eigentlich ideal im Grunde genommen, mhm. Oder? Ja. Wie ist es denn so, weißt, mit dem Krankwerden? Wenn du vergleichst Kühe und Geissen, sind Geissen eher gesünder, oder? Ja, ich glaube, es ist eher empfindlicher. Sicher? Ja. Du musst du schon mal einen Doktor haben dort. Ja. Irgendwann schon, ja. Was machst du da? Ich mache die Erfassung von der Tier für die Tierverkehrsdatenbank. Das ist aus psychotechnischen Gründen. Haben sie die Tierverkehrsdatenbank mal schweizweit gegründet und jetzt muss man jedes Tier, das hier auf dem Platz ist, muss man erfassen, damit, wenn im Nachgang zu dieser Show irgendwas vorkommt, dass man weiss, welche Tiere es hier
anwesend waren auf dem Platz. In dem Sinn analog zur Präsenzliste, die man vorher für die Leute führen musste, bei verschiedenen Veranstaltungen. Zwecks Corona muss man das für die Tiere tagtäglich machen auf dem Betrieb. Wenn man die Tiere verstellen oder auf Schauen bringen, muss man die auf der Tierverkehrsdatenbank an- und abmelden. Eine Uhren erlebt, hä? Ja, in dem Sinn, wenn man sich ein bisschen gewöhnt ist, geht es irgendwann. Aber es war schon für gewisse Bauern sicher eine Umstellung, die vor Jahren eingeführt worden ist. Mittlerweile, denke ich, sind wir uns das gewöhnt im Alltag, dass das einfach dazugehört, dass die Tiere sauber gemeldet sind. Ja. Aber so Direktzahlungen gibt es keine, oder? Für Geissen, oder? Nein, für Geissen in dem Sinn kommt darauf an, wenn es Hobbyhaltung ist, dann gibt es sicher keine Direktzahlungen. Sonst gibt es gewisse Tierwohlbeiträge, sei das Raus oder BTS, die ein Betrieb abholen kann, wenn er Geissen in einem grösseren Mass hält. Also vielfach ein bisschen Hobby, hä? Ja, in den meisten Fällen ist Geiss sicher ein Hobbytier hier bei uns in der Region. Es gibt aber mittlerweile auch schon grössere Tiere oder grössere Betriebe, die diese Tiere auch zum Nutzen halten, sei es zur Milch- oder Fleischproduktion. Also letzte Frage nach Statistik. Haben wir jetzt über 700 Halterinnen und Halter und 6.500. Also, das heisst, also pro Halter können durchschnittlich nur 9 Geissen, oder? Das heisst, es sind eher ein bisschen kleinere Bestände, oder? Ja, eben, das ist ja so. Wie gesagt, auf vielen Betrieben, wenn die noch Sustiere halten, sagen sie, das Kühe oder das irgendwo andere Nutztiere schöpfen, dann haben sie einfach nebenzu noch ein paar Geissen, vielfach als Hobby oder für die Familie verkaufen, weil die vielfach auch Freude haben an diesen Geissen. Und man als Bauer sowieso, sagen wir, Alltag im Stallius ist, spielt das auch keine Rolle, wenn man noch ein Tierchen mehr auf dem Betrieb hat, einfach als Hobby, weil man Freude an diesen Tieren hat. Trinkst du Geissenmilch? Ich selber trinke Geissenmilch, ich habe es jetzt nicht besonders gern. Ich habe lieber Kuhmilch, aber es ist jetzt so, dass ich sie trinken kann. Ja. Es wäre recht gesund. Also, vor allem bei uns gibt es gerne einen, der Kosmetika verarbeitet aus Geissenmilch. Also, das muss wirklich sehr gesund sein. Ja, es ist eine spezielle Milch mit sehr, sehr guten Inhaltsstoffen. Von dem her ist es sicher eine gesunde Milch. Wo es natürlich auch Leute gibt, die gerade bei Kuhmilch Laktoseintoleranz haben, die dann Geissenmilch wiederum dann verleiden, was sehr interessant ist. Oder? Verkehrt fast, wenn ich einmal anschneide. Drückt es gleich ein. Kannst du das nachher noch mal kommen? Ist gut. Doch, ist das jetzt von Migro oder von der Geissen? Alles self-made. Von der Geissenfrau? Nicht von mir. Aber? Von allen anderen fleissigen Helferinnen und Helfern. Wahnsinn, hä? Genau. Ich sage immer, wenn es keine Frauen gibt, gibt es keine Veranstaltungen. Die Ehre hättest du filmen. Ja, die ist aber extrem kunstvoll, du Wahnsinn. Das ist fast schade zu machen, schneiden. Ja. Dann kannst du mal laufen. Ja, ich bin die Weiss, Geiss ist nicht gut. Gut. Die ist gut. Die ist gut. Thank you.
4433. Kannst du unterschreiben oder darfst du noch reinreden? Ich kann ein bisschen. Ja, ich warte jetzt, bis der Experte dann entschieden hat und dann schreibe ich Noten auf. Und dann kannst du mitreden? Nein, nein. Ich sage ihm jetzt bei denen, was sie vor einem Jahr für eine Punktierung hatten, dass er einen Nachpunkt hat. Aha, gut. Aber weil wir dann die haben ja, die Maximalnote ist 6, aber bei der 1-Jährigen ist es 4 und dann ist es 5 in 2-Jährigen und bei der dritten 6. Mhm. Dass er eine Ahnung hat, wie es zu uns liegt. 4. Ich bin nicht bei den besten Züchtern dabei, aber meine Lieblingstier. Ja. Die ist schon grau. Ei. So, ja, schon paar graue Haare. Aber ich bin, glaube ich, die kleinste, aber die älteste. Frauenrarität, gell? Ja, genau. Ich muss nachher ins Hermes, das ist besser. Ja. Aber geht's los? Ist das wie in der Schule mit den 4-4-6? Ja. Gibt es so einer? Ja, aber eins ist ganz schlecht. Eins ist Ausschluss. Also, da müsste jetzt ein irgendwie, ich sage jetzt ein Toggenburger, einen schwarzen Flecken haben. Aha. Weißt du, dass sie völlig nicht rassenkonform ist. Und dann 6? 6 ist das Maximum. Das ist optimal. Das sagt man, das spricht dem optimal. Hast du auch so 5er? So ja, 6er? Ja. Hä? Ich habe 6er. Oh, 6er? Ja, also mit meinen Geist meinst du? Ja? Ja. Und das ist eine Frage von der Zucht oder von der Haltung? Ja, es ist schon viel Zucht. Und natürlich muss er noch gut gefuttert sein. Passt schon dazu. Und auch heute ist natürlich, wenn man denkt, wichtig, dass sie auch gepflegt und sauber sind. Dass sie einen guten Eindruck machen im Experten. Oder? Aber ein grosser Verdienst ist es nicht. Das ist mehr ein Hobby, nein, oder? Nein. Ich sage zwar allen, die mir dann sagen, ich werde reich mit diesen Geissen, weißt du? Also, du mal ein neidisch machen, oder? Aber da. Wie bist du so auf die Geissen gekommen? Krebs hat doch eher ein bisschen Schäf gehabt. Ja, wir haben schon, als ich ein kleiner Bub war, bei den Heilgeissen, Toggenburger Geissen. Ja. Ich habe schon bald 60 Jahre bin ich bald um Geissen rum. Ja. Und jetzt, was hast du gekriegt? E4 bin ich. Das hört man gut, oder? Ja, mal ist tipptopp, ja. Bist du fast überrascht, hä? Nein, ja, mal ist tipptopp. Fünf. Könntest du auch Einsprachen machen? Ja, theoretisch kann man, ja. Wenn die Abweichung zu gross ist, hä? Ja. Hier ist Tobi gsi. Hier da. Ja, genau. Bei denen er gar nicht. Ja, genau. Look it up. Ja, glaub ich, oder bist du sicher? Nein, ist wieder. Und was hast du gekannt? Nein, wir nehmen zu wenig Platz. Wir kommen keine mit rein. Komm jetzt. Nein, ich glaube weniger. Ich glaube schon. Ja. Meinst du nicht? Ah, bis. Wenn wir Platz hätten, schon. Okay. Oh ja! Wenn wir die auch aufrissen, dann machen wir noch besser. Ja, hi! Hi! Ja! Und jetzt nimmst du mit? Ja, ich würde schon gerne, aber leider haben wir keinen Platz. Ja, kann man sicher machen, in der Garage nicht? Wir haben dort leider schon Hasen. Also. Okay, das nächste Jahr, hä? Ja! Also, der Papa hat, glaube ich, auch nicht so eine Freude.
Gut, die nächste. Ja. 4-4-4-4-3. Ein 5 ist hübsch. Ja, 5 gebe ich auch. Ja. Gut. Wenn wir schauen. Das ist ein Trassenmerkmal. Hoi. Ja. Ja, dann wollen wir schauen. Ja. Auf was schaut man da vor allem? Ja, jetzt, das Trassenmerkmal ist natürlich die Farbe, die Fahrlänge, was nicht zu viel Wissen ist, oder? Sie, habe ich schon. Ja, hallo? Nein. Hallo? Ich habe gesagt, 5. Ist gut, 5 ist gut. 4. Nochmal 4. Und 3. Gut. Gut. Next. Aber das sind ja 4 Kriterien, hä? 5, Not. 5, aha. Die erste sind Trassen. Jetzt muss ich schnell schauen. Ja. 90, 15. Ja. Ja, ist gut. 4, 4, 4, 4, 3. Die erste Note ist für Trassenmerkmal. Da ist es wichtig, dass sie die Trasse entsprechende Farbe hat, die Haarlänge. Die zweite ist Format, die Größe, Länge. Die dritte ist Fundament, Füße, wie sie läuft. Die Beistellung hat dann eine Note, gibt es noch für die Unterform, Größe. Und die letzte ist für die Sitzenform, Stellung. Kompliziert. Allein. Wo kann man das lernen da? Geissen frisieren? Nein, das kann man einfach. Mach's einmal. Nein. Wie geht es da? Wie kein Geissenbauer. Aber mal durchstreichen, wie machst du es da? Ja. Das wäre eine Geissenschau, hä? Wie lange bereitet ihr einmal vor für so etwas? Ja, kommt darauf an. Bis alle Geissen angemeldet sind, halt vorgefällt schon, muss man alle anmelden, das Bauern. Der Zuckerführer tut es nicht übernehmen. Da müssen wir die Showliste machen, zwei Wochen davor, damit wir wissen, wie viele Geissen da sind. Und dass wir die Liste kommt vom Schweizer Geissenverband überkommen und dann die Punkte alles eintragen. Ich sage, vor zwei Wochen vorher anfangen und halt den Platz musst du halt schon zwei Jahre vorher reservieren. Eben, musst halt ein bisschen vorausdenken, die gewissen Sachen und das andere halt jetzt, ja, ich sage, zwei Wochen jetzt ein bisschen dran sein oder deren Preis noch, Cella machen lassen und so weiter. Was für eine Stelle wird mein Geissen nicht? Ich glaube, eher so eine Nische hoch geworden, gell? Im Vergleich zu weißt du, Rind und Schwein und Schöf. Ja, kommt, es ist schon sicher eine Nische in dem Sinn, aber Geissen hat immer mehr Bedeutung. Also natürlich Geissen jetzt hier bei uns. Man sieht es auch, wir haben sehr viele Junge. Wir haben wirklich hier, wenn wir hier vorne schauen, im eigenen Genossenschaft bei uns, Grabsberg, haben wir 15 Jungzüchter, die Geissen haben, vielleicht zum Bauernherren oder als Fröd und als Hobby. Aber die Geissen nimmt schon zu, jetzt auch dort in den Alpen. Wir, die hier viele Alpen haben, gehen jetzt die Alpen pushen. Also es hat schon grosse Bedeutung. Und immer mehr. Also wir haben hier wirklich mal auf den Platz schauen mit diesen Jungen. Das ist wirklich einzigartig, auch, wo man kann sagen kann, ja, das ist ein schönes Bild, wenn man sieht, wie viele Jungen es danach kommen. Von ein paar habe ich gehört, ja, Geiss ist schön zum Schauen, aber Geissenmilch, nein, im Käse nicht. Aber es ist ein eine Gewöhnungssache, gell? Ja, das sind Vorurteile. Ich sage immer, wenn du schaust, wir haben so gute Geissprodukte heute, das ist nur wie früher. Wir haben hier in der Festwirtschaft wirklich ein sehr gutes Geissenfleisch. Wir machen Würste aus diesen Geissen auch. Man kann wirklich Voressen machen und Ragout. Man kann alles machen aus diesen Gizzi zum Beispiel. Und auch Käse sind so gefragt wie noch nie. Mit allem Käse. Also das ist wirklich ein Vorurteil. Wenn wir schauen, wir machen in der Alp oben rund 4 Tonnen Käse, Halbhirte und Joghurt. Und das ist sehr gut. Man ist alles weg, man ist alles verkauft. Also da sieht man, die Leute wollen mehr, es braucht mehr, hat darum mehr Geissen in der Schweiz. Auch aus dem Grund, weil halt Produkte immer besser gefragt sind und jetzt auch eben sehr gut verträglich sind für die Leute. In der Statistik steht etwa 6.500, gell, gibt's Geissen. Und jetzt ein kleines bisschen über 700, also Züchter. Das heisst, etwa, ja, es sind kleine Bestände pro Züchter im Durchschnitt. Ja, es sind schon kleine, sagen jetzt mal 15 Geissen im Schnitt. Wenn wir schauen, wir haben wir sind im St. Gallischen der zweitgrößte Geisskanton, das Herdenbuchtier angeht. Wir haben 3.500 Herdenbuchtiere, also alles Zuchttiere. Und die Bestände sind plus minus um die 10 bis 15 Geissen, sage jetzt einmal, die Bestand haben. Also wir hier, wenn wir schauen, auf dem Schauplatz, haben wir 2-3 Bestände, die mehr haben, die grosse Betriebe sind. Und sonst sind es viele kleinere, die das als Hobby machen, das Nebenerwerb, das Freude, das Liebe zur Geiss. Woher haben wir so Geissen? Wie viele sind es da? Jetzt sind hier sind gut 320 Geissen sind da. Kuten und die von zwei Genossenschaften oder zwei Vereinen. Das ist Gams und Grabsberg.
und ist etwa halb-halb und kommt dann so eine Art, sagen wir, zum Lichtenstein, bis Stockenburg, bis auf Peterszell runter. Die Weite kommt bei uns durch bis St. Gallen und darauf, sagen wir mal, bis und mit Flums, dort rauf haben wir Betriebe, die dabei sind. Hier, ja. Und ganz ein Haufen Rassen, he? Ja, wir schauen, wir haben wirklich eine riesengroße Rassenvielfalt von Geissen, von Prospezieraren, wir haben Pfauen, Bauern, Strahlen, Toggenburger, Gemsfarbige, Capra Sempione, die Walliser Schwarzhals, natürlich ein Haufen Toggenburger. Und wir haben Sahnengeissen. Ja, es ist wirklich ein schönes Schauen hier auf dem Platz mit diesen vielen Rassen. Da ist jetzt eine von deinem Buben. Was ist das für eine? Ja, das sind ja nicht deine Capra Sempione Geissen. Capra Sempione ist auch die Gletschergeiss genannt. Da gibt es noch 33 Herdenbuchtiere in der Schweiz, die züchten. Also das ist wirklich auch eine, die nicht mehr viel herum hat. Die hat Janik gezüchtet. Wir haben hier vier Geiss und seinen Bock, den er hat. Der Donald, eben auch er, schon mal sieht, Korn mit 1,36 m Spannweite. Ja, und er ist erst 5, also der wächst noch. Das ist nicht beschissen, hä? Nein, das ist gerne nicht beschissen. Das ist alles Natur, die sind so gewachsen. Da machen wir gerne nichts. Die wachsen, wie sie wachsen. Da macht die Natur schon. Muss auch schauen, im Stallhaltung, der braucht viel Platz und auch, dass er sicher kann fressen und breit genug in die Tore zum Aus und ein. Aber er ist ganz im freien Bock, ja. Gibst du die auch zahlt auf immer Schül? Ja, die gehen jetzt in den Esel. Die Böcke haben wir daheim alle, wir haben eine neue Böckgrosse, die wir haben. Also dort, auch die Walliser Böcke, die du ja siehst, Schwarzhals. Wir haben die daheim im Sommer und dann gehen sie im Sommer, dann im Juli gehen sie auf die Alp auf einmal Schül. Und die Geissen gehen entweder in den Esel oder gehen sie mal Schül auf unsere Geissen. Also die auch da? Die gehen jetzt in die Esel, die gibt sie dann noch. Muss eine spezielle Stelle haben? Weißt du jetzt? Ja, halt vor allem die Einrichtung. Die Futterinrichtung muss schauen, dass sie genug Raufen haben, die sie gut fressen wegen dem Horn. So speziell eigentlich nicht. Und was sie brauchen, viel, viel Platz. Also da braucht man natürlich recht viel Platz für die Böcke. Da brauchst du viele Quadratmeter. Lange da, wo um die Tierschutz steht, eigentlich nicht. Da musst du viel mehr geben, dass sie Platz haben. Ist ein Hobby, keine rentable Sache, nehme ich an. Ja, wir tun das nicht werbewirtschaften. Wir haben gleich fast 60 Tiere hier. Und wir tun Milch 40 Stück und eben die hier. Das ist wirklich Hobby und auch Erhaltung von der Rassenzucht. Ich denke, das ist wichtig, dass man Genetik haben kann, weil es eben noch 30 Tiere gibt in der Schweiz, die hier oben stehen. Und wir haben eigentlich 4 Geissen und einen Bock. Also man muss immer schauen, dass man Genetik behalten und mit denen weiterzüchten kann. Was sollen sie da? Blüten? Ja, sie dann, blüten, weil sie halt die Köpfe immer zusammenschlagen. Also, wo blüten sie? Da an der Hand voran. Ja. Da. Ja, erst noch. Jetzt frissen wir noch die Kamera. Du. Ja. Also in Stuben kannst du die Geiss gleich nicht nehmen, das ist schlecht. Ja. Ja. Aber hättest du auch gleich gerne eine, he? Ja, selbst schon. Aber weißt du, du kannst ihr helfen. Ja. Ja, sie hat, ihre Bruder hat eine Geiss. Ja, zwei. Eine darf man gar nicht allein haben. Warum nicht? Das ist Gesetz. Aha, okay. Ja, aber sie hat so gerne einen Geiss und kann einen Geiss haben. Ja, es ist viel bei mir, aber bei den Geissen sind wir nicht so viel. Ja. Aha, okay. Eher bei unserer Katze oder beim Hund. Aha. Das eine ist gut und das andere ist was? So, das sind die Tiersprei, also das gibt es eigentlich fast für alle Tiere. So, also es gibt so in verschiedenen Farben. Aha. Und das ist eigentlich wie normale Desinfizierspray halt. Aha. Du kennst sie aus, gell? Ja, schon, ja. Also ich war schon viel da gewesen. Du bist zufrieden mit der Fritteuse? Seht schon. Jetzt, hä? Andi! Wow, oh, jetzt! Hast du im Griff? Super! Hast du es im Griff? Wunderbar, ja, ja. Super Pommes. Sattel ist um. Ja, jetzt von jetzt weg tue ich nur noch frittieren, ja, genau. Wo hast du geissen? Von dort zum Sportplatz draussen. Letztstrasse 61. Ja, da kommt mir vor, wieder schreiben. Da muss die Geissen lernen, Lichtsignal lesen. Ja, sicher. Ich über die Straße laufen. Ist gut. Jetzt soll ich essen. Tschüss. Was ist das? Ein Geissen-Hamburger? Bist du ganz sicher? Ja.